Street Racket. Und da kommt unser Spielfeld, was man vielleicht schon von Anfang an gesehen hat, jetzt zur Geltung. Das ist das Street Racket Spielfeld. Und wir haben auch den Erfinder als Schiedsrichter heute hier, Marcel Straub. Guten Abend. Hallo. Hi, grüß dich. Er hat dieses Spiel erfunden. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, er weiß alles. Trotzdem werde ich erstmal die Regeln vorlesen. Ihr müsst den Ball immer in eines der beiden Felder des Gegners spielen. Das gesamte Spiel über sind keine Volleys und nur Schläge von unten erlaubt. Heißt also, der Ball muss immer eine Kurve nach oben machen. Also so nach unten ist nicht erlaubt und auch gerade ist nicht erlaubt. Immer muss der Ball eine Kurve nach oben machen. Der Aufschlag erfolgt immer abwechselnd aus einem eigenen Feld ins Feld gegenüber. Erkläre ich alles gleich nochmal in Ruhe. Ein Satz geht bis 7 Punkte. Wer als erster 3 Sätze für sich entscheidet, gewinnt das Spiel und die Münze entscheidet, wer anfängt. Also, Rurik, das sind deine beiden Felder. Solltest du jetzt Aufschlag haben, musst du von hier in das Feld spielen, gegenüber. Oder von hier, wenn du möchtest, in das Feld. Danach müsst ihr immer, ist egal, könnt ihr dahin spielen, dahin spielen. Nur der Aufschlag gegenüber. Du fängst meinetwegen an, machst darüber. Dann kann Robin entweder dahin schlagen oder hierhin schlagen. Er muss aber in das Feld rot spielen. Okay. Und wir dürfen uns aber überall bewegen sozusagen. Ihr dürft euch überall bewegen. Also, okay. Ihr dürft auch theoretisch hier reingehen, nur halt keinen Schmetterball oder sowas spielen. Und auch keine Volleys. Also er muss immer einmal aufkommen, der Ball. Immer aufticken, okay. Auch vor dem Anspiel. Immer. Einmal aufticken lassen vor dem und dann spielen. Ja. Immer nach oben. Nehmt euch einen Schläger, nehmt euch einen Ball. Genau. Das muss eine Kurve machen. So, und wir nutzen die Zeit. Stellt ruhig noch ein, zwei Fragen an den Marcel. Und ihr könnt auch mal ganz kurz ein bisschen hin und her spielen, wenn es geht. Wir gehen mal ein bisschen hier zur Seite. Nach einem Spot geht sofort weiter. So. Marcel, du darfst auch die Münze schmeißen als Hauptschiedsrichter, damit wir gleich wissen, wer hier den Aufschlag hat. Zweiter Besuch. Ich ziehe mich zurück. Super. Und Robin hat anspielen. Okay. Wir haben schon gesehen, beide haben auf jeden Fall schon einen Schläger und Racket in der Hand gehabt. Was, ne? 3 Gewinnsätze auf 7 Punkte. Ah, 7 Punkte. Okay. Also. Hier dahin, ne? Und immer, bitte immer schauen, dass der Gegner bereit ist, um zurückzuspielen. Darf man ohne Bounce spielen? Nie ohne Bounce. Nie ohne Immer mit Bounce. Immer mit Bounce. Anspiel blau, ja. Ich muss auch nicht im Feld stehen, ich darf... Kannst stehen, wo du willst, du darfst einfach nicht in die Mitte treten. Alles klar. Okay? Nie, ne? Alles klar. So, also immer von unten nach oben, auf der Linie, ja, und jetzt geht's eben los. Punkt für blau. Feld. Und jetzt Robin Anspiel rot, wir wechseln Punkt. Immer. Normalerweise geht sowas immer relativ defensiv los, wollte ich sagen, gerade in dem Augenblick. Aber Robin, gleich aggressiv, zweimal erfolgreich. Und Anspiel wieder blau. Muss nicht nach oben. 2 Punkte. Er muss eine leichte Kurve nach oben machen. Ja. You ready? Ja. Also immer von unten nach oben. Auf der Linie, notfalls weiterspielen, bis der Schiri was sagt. Kennen die beiden ja sicherlich. Der war zu lang. Robin macht Druck. Variiert auch sehr, sehr schön. Holt den 3. Punkt. Anspiel rot. Rot, Entschuldigung. Ja. Rurik in der Defensive. Nee, das war nach unten gespielt. Ja. Also Anspiel wieder blau. Wir wechseln immer. Fehler. Genau. Wir gucken, ja. So, beide variieren jetzt schön. Aus. Ja, und die Idee war super gerade von Robin. Da hätte er garantiert Rurik auf dem falschen Fuß erwischt, aber dafür muss er eben reingehen. Yes. Und auch zu kurz. Schade, gut gesehen. Schnelle Beine, aber dann die Technik am Racket hat nicht ausgereicht. So, und Rurik scheint es jetzt Spaß zu machen, denn der variiert jetzt auch. Und der war aus, der war zu lang. Fehler von Robin, dadurch der 4. Punkt und erstmalig die Führung für Rurik, für den Isländer. Aus. So, auch der war aus. Genau vor dem Schiedsrichter, der hat es genau gesehen. 4-4.
So, schöne Variation, sehr hochgespielt hier. Das gibt einem Zeit hinzugehen. Jetzt die flacheren Bälle, super geholt. Und schickt ihn wieder in die Richtung, gegen den Lauf gespielt also. Achtung, jetzt geht er natürlich rüber, spielt gegen die Laufrichtung. Klasse gemacht. Sehr gut. Ja. Ja, Rurik macht das klasse. Der weiß ja, dass beide Felder angespielt werden können. Variiert, bleibt immer dazwischen. Robin ebenfalls. Bleib. Nochmal aus dem Handgelenk notfalls. Zweimal klasse reagiert. Und der sah lang aus. Wir hören nichts vom Schiedsrichter. Also wird weitergespielt. Ja, zu kurz. Ja, und der war drin im Feld. In der Mitte also, wo das Kreuz ist. Und da darf er nicht hin. Wir gucken noch mal, da war er also in der Mitte, richtig gesehen. Klasse Spiel. Kurz durchatmen. Bist du bereit? 6:4. Also, damit Satzball. Und Robin verkürzt noch mal. Und hält diesen Satz am Leben. Ja, wow. So, und damit Rurik also mit dem 7. Punkt. 7:5. So, für alle, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, wir haben den deutschen Fußballnationalspieler. Okay. Auf der einen Seite den einstigen isländischen Nationalspieler, auf der anderen bekannt noch aus Let's Dance. Die spielen hier ein klasse Spiel gerade. Jawohl! Ja, ganz, ganz knapp dort. Und Rurik, der am Anfang Probleme hatte, der den Bällen von Robin Gosens hier hinterhergerannt ist, der hat jetzt die Initiative übernommen. Hat die schnellen Beine und es sind diese kleinen Fehler. Von Robin. Kurz. Ja, ja, der war in der kurz. Mitte drin. Ah, beide müssen da auch aufpassen. Ne? Also der muss immer nach oben gespielt werden. Ja, beide nach wie vor variantenreich. Und jetzt gelingt Robin mal ruhig in den Fehler zu treiben. Holt sich den jetzt 2. Punkt. Ah, ja, und jetzt auch mal gegen den Lauf, gegen die Laufrichtung gespielt, Punkt ganz clever. Und Anspiel blau. Kann Robin also auch. Beide auch mit einer sehr guten Rückhand. Nein, kurz. Nee, und der war außerhalb der Linie. Die Linie gehört natürlich hier auch zum Spielfeld. Und ganz klar außerhalb. Klasse gesehen also von Marcel, unserem Schiri. Aus. Das. Anspielbar. Er wollte ihn dort Longline spielen, wollte das Spiel schnell machen, aber da fehlten 1-2 Zentimeter. Auf der Linie. Auf die Linie? Ja, auf die Linie. Naja. Aber ist dein Anspiel? Ich möchte ihn dort, wie gesagt, sicherheitshalber immer erstmal weiterspielen, war alles gut. Anspiel rot. Hat dort vielleicht spekuliert. Uri Gislason also mit dem Ball. Beide mit viel Risiko jetzt mit den langen Bällen. Aber auch beide mit dem sehr, sehr guten Laufspiel. Aus. Und der war aus. War aus, oder? Nee, der war draußen. Wer hat ausgesagt? Der war hier. Ja, du hast recht, der war draußen. Anspiel, Robin. So, 5:5 dadurch. Kurz. Ja, Rurik, die Rückhand nicht ganz so stark wie bei Robin hier.
Da hat er ihn gestellt. Ganz wichtig jetzt hier, der sechste Punkt. Wir spielen bis 7. Ja, immer wieder dorthin. Gut, und die waren drauf. Ja, glaubt der Sache da nicht ganz. Können ja noch mal gucken. Schiedsrichter dazu entschieden, war auf jeden Fall drauf. Auch gut. Und dann dort drüben. Haben wir noch einen? Der Schläger ist kaputt. Haben wir noch einen Schläger? Ja. So. Danke dir. Bert? Entschuldigung. Nur für mich, Anspiel blau. Ganz kurz für mich als Frage, nur bis 7 Punkte, nicht 2 Punkte Vorsprung, richtig? Nee, es ist Sudden Death. Es ist Sudden Death. Okay. Sudden Death. Also wer den Punkt macht, gewinnt das Ding. Gut, also 6-6. Aus. Da ist er aus. Robin also 7-6. Gut, dass Elton gefragt hat, ganz, ganz wichtig. Und damit steht es eben 1-1. Rurik holt den ersten, Robin den zweiten. Es geht also weiter. Also wer zuerst gewinnt oder best of three? Drei Sätze gewinnt. Drei also steht jetzt 1-1. Das kann doch schön lange dauern. So. Darf ich anfangen oder Rurik? Anspiel, wir wechseln wieder, Anspiel rot. So, wird es damit auch so ein bisschen zur Konditionsfrage. Oh, als Stopp gespielt. Als Stopp gespielt. Der muss eine Rückwärtsrotation gehabt haben. Sehr gut. Bumm! Und da bleibt er in der Luft fast stehen. Ja. So. Sehr gut. Den wird sich aber Robin gemerkt haben. Den kann er ja auch mal bringen. Der vielleicht die etwas bessere Rückhand hat. Zu lang. Ich spiele rot. Ganz, ganz stark. Was beide hier zeigen. Aus. Ja. Wie gesagt, wir müssen ganz doll aufpassen, dass sie wirklich immer von unten nach oben gespielt werden. Rückhand, Rückhand, wieder zurück in die neutrale Position. Ja, 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 und da war warum einfach renn ich jetzt denn nicht? Ja, 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 ja. Er bleibt dort hinten, ne? Spielt dort 4, 5 Mal hinten auf dieses Feld. Warum bleibe ich stehen? Ja. Zack. Und das war eine Einladung, die hat Rurik nicht abgelehnt. Ganz knapp. Aus. Der war zu lang. Also auf der einen Seite ganz, ganz knapp. Gucken wir, ja. Und dort klar zu lang. Läuft wieder nicht. Aber kontert natürlich klasse hier. 3-3. Was für ein Satz. Der war sehr tief, aber er hatte die Kurve, das war gut. Hat er? Anspiel rot, ja. Nice! Da wird dann schnell einen Ball Longline bringen und trifft das Feld nicht. 4-3 Rurik. Oh. Aus! Die Idee war verdammt gut. Ja. Ist meiner, oder? Anspiel rot. Ja, ich habe das noch nicht einmal richtig gemacht. Dafür war ein Schiedsrichter, gar kein Problem. Nein, kurz. Und der hat nicht ganz ausgereicht. Ja, Robin hat sich erinnert, dass Rurik da auf der Rückhand nicht ganz so stark ist. Wobei, da war jetzt nicht so schlecht. Da fehlt ein Aufbruch. Bist du bereit? Ein paar Zentimeter. Stark. Aus. Stark dort. Wieder lange Linie auf die Rückhand des Isländers. Stopp. Der war kurz. Beim Aufschlag. Nein. Ja. Damit Robin also mit dem zweiten Satz hier. Genau. 7 Punkte waren das. Das war jetzt, ja, oder? War ein Fehlschlag. Das war ein Fehlschlag. Somit Punkt für Blau, ja. Punkt für Blau und
Der zweite Satz, beziehungsweise der dritte Satz, ne, wenn ich richtig geguckt habe, geht dann jetzt auch an Robin. 2:1 steht es jetzt richtig. An Sätzen. Das war Satzball, ja. 2:1 für Robin an Sätzen. Robin fängt jetzt an. Wenn er den Satz jetzt gewinnt, Robin Gosens, hat er das Spiel gewonnen. Ready? Aus. Und der war ganz leicht zu lang. Yes! Nein. Ich habe den auf der Linie gesehen. Punkt für Rose. Ja, wir müssen mal aufpassen. Das ist auch Marcel hier sagt das sehr aus. Gut geholt. Sehr, Punkt sehr für gut Rot geholt. Und Anspielrot. Ja. Ja. Wie gesagt, immer weiterspielen, bis der Schiedsrichter was sagt. Punkt für Blau. 1:1. Also, Rorik braucht diesen Satz. Oh ja, oh ja. Ganz, ganz schwer zu spielen. Ganz langer Ball. Senkte sich dann hinten auch. 2:1 für Robin. Aus. So langsam mit der nächste Punkt durch den Fehler des Isländers. Anspiel Blau. Spielstand bitte. 3:1, Robin. Ja, und spielt wieder den Stopp. So. Kein Punkt und Anspiel rund. Zack, dreht sich rückwärts, ist ganz stark drin, zweimal aufgekommen, also haben wir schön gesehen, der Schiri hat es längst erkannt. Oh, ganz lang, aber erfolgreich. Ja, der war nach unten gespielt. Ja, richtig. Das hat Rorik schon geahnt. Also von Anspiel oben nach blau. Unten ist Punkt für Rot. Nicht zulässig. Ja, sieht man dort auch. Wobei die Bewegung des Balles dabei entscheidend ist, aber das war ihm so. Immer wieder zurück in die neutrale Position. Klasse Beine auch bei beiden. Aus. Ah, und der war zu lang. Also wie gesagt, sie sind beide schnell, auch wenn ich glaube, dass einer ein bisschen mehr atmet als der andere. Und wieder zu lang. Robin, 5:3. Braucht also noch 2 Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen an den Schiedsrichter. Muss der Aufschlag, muss der Ball im Feld schon hochprallen oder darf er es auch dahinter machen? Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Muss der Ball beim Aufschlag im Feld prallen oder darf er auch dahinter sein? Er sollte im Feld prallen. Können wir uns den bitte noch mal angucken? Gerade habt ihr den noch mal da, den Aufschlag? Sorry, aber wir wollen hier aber gerecht sein. Vielleicht habe ich mich auch verschaut. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Habt ihr den noch mal da? Sehen wir die Linie? Auch eine andere Perspektive. Aber den Punkt hast du jetzt ja sowieso gemacht. Schaut mal hin, ganz kurz. Das meinte ich. Ich habe den Punkt ja eh verloren. In dem Fall macht's ja okay, alles klar. Ne? Ich wollte es bloß sagen, denkt daran bitte beide. Ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben. Ja? Im Feld, ja. Dass er im Feld aufkommen also muss. Also im Feld titschen. Ne? Richtig. Im Feld muss der Ball titschen beim Aufschlag. Ja. Ja. Ah, und der war zu kurz. Schlecht für Robin, gut für Rorik, gut für das Spiel. Anspiel Robin. Rorik also mit der Chance noch zurückzukommen. Müssen wir jetzt dann auch schon dabei bleiben, oder? War der wieder draußen? Was? Oder wieder außerhalb? Ah, verdammt nochmal. Habe ich nicht drauf geachtet. War überhaupt mein Aufschlag? Also checken wir das noch? Ja, ihr könnt ja nochmal checken. Kann gut sein, habe ich nicht drauf geachtet. So ein Mist. Aber
Dann müssen wir immer den Schiedsrichter. Wäre das denn ein Fehlaufschlag, wenn das so ist? Oder ist es ein Wiederholungsschlag? Marcel, das weiß ich ja nicht. Oder gleich Punkt des Gegners, ja? Wird nicht eigentlich Punkt ist ein Fehlaufschlag. Es wäre ein Fehlaufschlag, ja. Okay. Aber ich sehe es. Also gibt keine Wiederholung? Doch, ja, da der ist draußen, ja. Also Punkt dann ja. Für Robi. Punkt für Rot, Anspiel Rot. So. Aus. Aus. Oh, ihr machtet uns aber nicht leicht hier. Auf die Spitze jetzt. Guckt euch diesen Spielstand an. 6-6. Ja, blöd, dass wir jetzt hier diskutieren. Ich will es auch noch mal sehen. Dafür haben wir ihn, ne? So, Achtung. Achtung. Ganz schwer, ganz schwer. Robin. Oh Gott. What? Oh je. Das ist doch einfach eine Wiederholung. Ja. Oh. Gut, wir wiederholen den Ball. Der Nullball, Robin sozusagen. Der Nullball. Wir wiederholen den Ball. Ich bin rot. Also. Jetzt auch ein Nervenspiel hier. Oh. Aus. Aus. Nein. Und damit wieder diese 6-6. Robin wird sich sagen, was recht ist, kommt wieder. So, 6-6. Für den Matchgewinn hier in diesem Spiel. Aus Sicht von Robin. Aus. Und der war aus. Und Rurik ist noch da. Und Rurik lebt noch und holt hier diesen Satz. Muss man mit 2 Punkten gewinnen? Nee, so, nee, das war auch schon der letzte Satz auf 7. Genau, und jetzt gucken wir uns den Satzstand an. Also 2-2 so, ersetzen, also entscheidender Satz jetzt. Entscheidenden Satz hier. Ja, 2-2 steht's. Wer gewinnt den nächsten Satz? Anspiel bei Robin. So. Das Spiel gibt hier wirklich alles her. Klasse Leistung von beiden. Wir brauchten schon ein neues Racket. Ja! Oh, der Passierball! Rurik stand absolut unter Druck und spielt ihn an ihm vorbei. Fast im Spagat war er dort. Vorsicht. Nachdem ich geschlagen habe, kann ich ja schon hier rein nochmal. Ja, noch mal, ne? Das kannst du. Hä? Man darf in die Mitte reintreten während des Spiels, das ist kein Problem. So. Rurik fast im Spagat gewesen. Rurik, erster Green. Oder? Ich habe den auf der Linie gesehen. War aus, oder? Nein, war glaube ich nicht mal aus. Ich habe ihn auf der Linie gesehen. Punkt für Rot. Punkt für wem? Punkt für Rot. Anspiel so. Ne. Kurz. Das sind immer hier so 1-2 Zentimeter. Anspiel rot. Oh, ja, da will er wieder unterschneiden. Da will er wieder so einen Zauberstopp spielen. Das bringt aber Robin den zweiten Punkt. Wir sind im entscheidenden Satz. Yes! Nach unten gespielt und kurz. Naja. Ja, na klar, wollte er den so schnell wie möglich tot machen, diesen Ball. Aber zwei Fehler in einem. Rurik, 3-2. Aus. Beide extrem knapp. Einer gerade noch so gut, der andere ganz knapp im Aus. 4-2. Aus. Nein, beim Aufschlag. 5-2. So. Nach unten gespielt. Anschgutten. So, in solchen Situationen werden Helden geboren hier. Also, Robin jetzt mit der Chance hier blau. Noch aufzukommen. 5-3 für Anspiel, Rurik. Anspiel blau. Richtig. Wer hat jetzt die besseren Nerven?
Norbert, yes. Aus. So, und auch davor waren wieder zwei Bälle extrem knapp an der Linie. Und dann geht eben einer doch drüber. Schade. Matchball Rory Gislason. Oder das große Comeback. Da war er zu lang. Den verschenkt er. Aber hat noch zwei Matchbälle. Moment, das Gefährlichste. Ja. Ah, Vorsicht mit den Bällen. Ready? Nein, da ist ja nur runtergefallen. Komm, rück ein bisschen vor. Du darfst ins Feld. Robin, du darfst ins Feld reinstellen. Ja. Warum auch nicht? Oh, ganz klasse gespielt. Robin ist noch da. Der gibt das Ding hier noch nicht auf. Dem fehlt noch ein Punkt zum Ausgleich. Ganz klasse gespielt. Extrem hohe Qualität bei beiden hier. Wie die in dieses Spiel gekommen sind. Noch ein Matchball. Aus. Und der war lang. Und das ist der Ausgleich. Wer den nächsten holt, gewinnt dieses Spiel hier. Gewinnt Street Racket. Spannender kann es nicht sein. Yes! Der war zu kurz. Was für ein Comeback von Robin. Und der holt tatsächlich Street Racket. Never give up. So, danke Marcel an den Erfinder von Street Racket. Ganz schnell hat, das heißt ganz schnell, ziemlich lang und gut gespielt. Robin Gosens gewinnt Street Racket, bekommt nochmal 7 Punkte dazu, 21-7. Wenn ihr wollt, dass Deutschland Weltmeister wird, nein, Quatsch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.